Aber jetzt haben wir zumindest schon mal eine größere Geldbörse. Das ist geil. 600 Rubine. Ich muss jetzt trotzdem zusehen, dass ich noch die Rubine, die ich habe, irgendwie loswerde. Ein paar zumindest. Vielleicht, ja, zufälligerweise hier gleich irgendwie. Ob nicht bald die Show anfängt? Der Showmaster ist einfach toll. Ich kann es kaum erwarten, ihn endlich live zu hören. Macht da bald mal jemand auf? Ist hier zu? Nee, ist offen. Kann ich hier jetzt irgendwas spielen oder nicht? Also ich weiß, dass hier Minispiele drin sind, aber... Oh mein Gott, ein großer Käfig. Und wir schauen uns um. Wo sind wir hier? Man weiß es nicht. In der Arena des Todes. Oder so. Wer ist das? Man weiß es nicht. Junger Freund, willkommen im Reich der Träume und Hoffnungen. Aha. Hier kannst du dich fühlen wie ein echter Star im Zirkus und gleichzeitig tolle Preise gewinnen. Ja, du hast richtig gehört. Hier kannst du dich bei der Star Challenge vergnügen. Star Challenge, yeah. Leistens bei Nintendo oder so. Die Regeln sind ganz einfach. Sammle alle Sterne, bevor die Zeit abgelaufen ist. Schaffst du doch, oder? Warum ist das S und das A grün? Ich, naja, ist doch ein netter Name, oder? SA? Egal. Also was ist? Sei kein Trauerkloß. Für lumpige 10 Rubine. Entschuldigung. Für lumpige 10 Rubine kannst du dich der Herausforderung stellen. Bist du dabei? Aber klar. Danke, danke, junger Freund. Das Spiel fängt an, sobald du den Käfig betrittst. Also gib alles. Alles klar, dann los. Okay. Fertig? Was? Was muss ich machen? Weiß ich nicht genau. Muss ich die Sachen einsammeln? Ich muss die Sachen einsammeln. Aha. Lala. Upsa. Das war doof. Muss ich. Habbede. Das war dumm. Wahrscheinlich wäre es schlauer, klüger, was auch immer. Erstmal hier so im Kreis ein kleines bisschen oder so. Und dann vielleicht so. Und dann einfach nur gerade springen. Und dann. Ja. Nee, vielleicht erstmal wirklich tatsächlich einmal im Kreis. Na gut. Oh nein, was für ein Jammer, junger Freund. Und gar nicht so einfach, ein Star zu werden, oder? Was machst du denn für ein Gesicht? Ja, komm. La la la, ich will jetzt ein bisschen Rubine loswerden. 30 Sekunden, tralala. Ich weiß nicht, ob wir irgendwelche Items hier einsetzen könnten, die uns das Leben vielleicht sogar leichter machen oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, das kann man dann im Zweifelsfall immer noch irgendwann herausfinden. Irgendwann. Zunächst einmal springen wir hier geradeaus. Das war aber auch nur mehr oder weniger gut. Irgendwas mache ich falsch, oder? Oder bin ich wirklich einfach zu langsam? Bin mir gerade unsicher. Gar nicht so einfach, aber klar. Moment, eine kurze Sache können wir vielleicht mal ausprobieren. Greifhaken. Und zack, hoppla, Mensch, ja, mein Gott, als ob ich es gewusst, geahnt oder was auch immer hätte. Das könnte man natürlich alles viel schlauer machen. Lalalala. So zum Beispiel. Das war gar nicht so blöd. Und dann machen wir nochmal so. Und dann müssen wir alle haben und dann freuen wir uns einen Keks. Unmöglich. Das ist ja fantastisch. Ein neues Star wird geboren. Und deinen Preis bekommst du natürlich auch. Hier bitte. Du hältst den großen Köcher. Geil. Wow. In ihm kannst du bis zu 60 Pfeile aufbewahren. Also gut. Der nächste Level wird speziell für dich entworfen und für niemanden sonst. Als besonderer Service für echte Stars. Das solltest du dir nicht entgehen lassen, ein echter Knaller. Daran wirst du die Zähne ausbeißen. Ja, kann sein. Na gut. Gucken wir uns irgendwann mal an. Großer Köcher reicht mir in dem Moment. Wobei, naja, was könnte man hier noch bekommen? Vielleicht. Wahnsinn, da ist er ja. Okay. Oh mein Gott, ich habe Fans. Ja, ich habe es geschafft. Ich bin ein Star. Das ist toll. Spitze, er hat mit uns gesprochen. Ja, soll ich euch ein Autogramm geben oder so? Oh mein Gott, ja. La 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 la. Okay. Und sie hinterlassen Herzchen. Mein Gott, ist es nicht süß? Ich finde schon. Ja, und wenn wir jetzt nochmal hier hingehen, können wir dir nochmal einen Gefallen tun? Vielleicht eine kleine Spende? Jo. Möge ein Engel der Liebe deine Wege geleiten. Ja. Kann ich gleich noch was spenden? Oder muss ich erst rausgehen oder so?
Vielleicht, ja, möge ein Engel der Liebe. Und vielleicht nochmal, möge ein Engel, bete weiter. Oh, Moment, er hat was anderes gesagt, Mist. Vielleicht eine kleine Spende, 50 Rubine. Möge ein Engel, bete weiter für den Frieden und eines Tages für die Liebe auch dich umfangen. Ja, dann los. Hauen wir nochmal rein, immer weiter beten, beten, beten. Frieden, 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 Liebe, Liebe, Liebe. Na gut, okay, wäre auch zu schnell gegangen. Ich glaube jedenfalls, auch das wurde mir von Nix angesagt, ich bekomme dort einen Herzcontainer, wenn ich ihm genug Rubine spendiere. Und da wir jetzt einfach mal die Spendierhosen anhaben, beschließe ich jetzt und für die Zukunft, ihm immer fleißig Rubine zu geben und dann ist das gut. Es wird irgendwie wieder Tag, kann das sein? Das ist schön. Weil, jetzt können wir zunächst einmal eine Sache machen, nämlich zu Thelma, Tessa oder wie auch immer die nochmal hieß, hingehen. Weil uns wurde ja gesagt, beziehungsweise Midna hat uns, glaube ich, subtil darauf hingewiesen, oder irgendwer hat uns subtil darauf hingewiesen, war es der Postbote oder so? Ich weiß es nicht genau, dass hier jetzt irgendwas Großartiges sein soll, nämlich, wir bekommen gesteckt, wo wir als nächstes hin müssen oder so. Also ab jetzt wird es wieder storyrelevant. Das wird hübsch und schön. Thelmas Wirtshaus. So. Hallo, ist hier irgendjemand? Hallo, du bist eine Katze. Miau, oh, miau, miau, miau. So, ist hier noch irgendwer? Hallo, wer bist du? Hm, was soll ich nur nehmen? Hauptsache irgendwas mit Fleisch. Was? Ach so, der guckt deine Karte oder sowas an. Das hat mir gerade Sorgen gemacht, so wie er da auf dem Boden kauert, aber gut. Hering, da bist du ja. Jo, da bin ich. Allzeit bereit und so. Ich habe dich schon erwartet. Du kommst übrigens genau zur rechten Zeit. Wir haben gerade über dich geredet. Aha. Hier wird über mich geklatscht und getratscht. Getratscht, ja. Klatsch, tratsch. Klatsch und tratsch. Schöne Wörter. Alle mal herhören. Ich will euch jemanden vorstellen. Das hier ist Hering. Der, von dem ich euch schon so viel erzählt habe. Seit kurzem übrigens jemand mit 800 Abonnenten auf YouTube, aber davon abgesehen. Du erinnerst dich doch noch an das, was ich dir erzählt habe. Meine Freunde und ich, wir wollen etwas für Hyrule tun, weil hier in letzter Zeit einiges schief läuft. Einer von uns ist allerdings gerade unterwegs, um etwas über die Gerudo-Wüste im Westen zu erfahren. Ein mysteriöser Ort. Raffler heißt er. Ein netter Alter. Du solltest ihn kennenlernen. Ihr würdet euch bestimmt gut verstehen. Hör mal, jetzt bist du extra hier. Du kannst dich doch ruhig ein wenig entspannen, bevor die Reise weitergeht. Unterhalte dich doch einfach ein wenig mit meinen Leuten. Alles ganz wundervolle Menschen. Okay. So, das hier ist also der Revoluzzer-Trupp. Sehe ich das richtig, ja? Eine Karte. Diese Karte. Oh. Raffler versucht gerade in der Nähe des Hylia-Sees etwas über die Gerudo-Wüste zu erfahren. Ah, okay, das ist spannend. Okay, da müssen wir als nächstes hin, das ist toll. Da ist immer noch Goldener Wolf, da bekommen wir immer noch eine neue okkulte Technik. Da müssen wir auch noch hin. Oh mein Gott, wo wir noch überall hin müssen. So. Ja. Die sind ja unglaublich gesprächig. Hey, hallo, du bist doch Hering, oder? Mich nennen die Leute Jago, schön dich zu sehen. Thelma hat mir alles über deine Taten berichtet. Anscheinend bist du ein richtig großer Kämpfer. Ich bin mehr der Bücherwurm, im Kampf leider nicht ganz so gut, wie ich gern wäre. Na, zumindest kann ich dir alles über die Geschichte Hyrules und seine Mythen berichten, wenn du dich dafür interessierst. Ja klar, erzähl mal. Im Moment beschäftige ich mich vor allem mit den Legenden, die sich um das Volk der Kumulaner ranken. Die allgemeine Lehrmeinung ist ja bekanntlich, dass Hyrule von den Hylianern erschaffen wurde, dem ältesten aller Völker. Aber tatsächlich gibt es noch ein viel älteres Volk, von dem der Mythos sagt, dass es das Volk sei, das Hyrule erschaffen hat. Als es die Hylianer erschaffen hatte, erbaute dieses Volk sich eine neue Hauptstadt und ließ sie in den Wolken verschwinden. Dort in dieser Stadt, in den Wolken, sollen sie noch heute leben. Zumindest gibt es Gelehrte, die das behaupten. Die Kumulaner. Eine hübsche Vorstellung. Wenn es sie wirklich gibt, würde ich sie gerne auch einmal kennenlernen. Interessant. Soll ich dir noch einmal von den Kumulanern? Nein. Ich dachte, du erzählst was Neues. Wirklich? Du musst dich nicht zieren. Ich erzähl's dir gerne. Ja, aber ich will's nicht hören. So. Ich bin Ashley. Meine Kindheit habe ich in den Bergen verbracht und mein Vater hat mich gelehrt, wie ein Soldat zu denken. Deshalb bin ich manchmal etwas ungehobelt. Nimm es besser nicht persönlich, ja? Übrigens, es gibt etwas, das ich dir besser sagen sollte. Die Berge im Norden von Hyrule, die Schneeberge, sie sind anders als alle Berge, die ich kenne. Ich weiß zwar noch nichts Genaues, aber dieses Gebirge ist irgendwie nicht normal. Dort regiert das Böse. Ich sage dir Bescheid, sobald ich etwas herausfinde. Für den Augenblick solltest du diese Berge aber auf jeden Fall meiden. Geht klar. Lange nicht gesehen. Hering. Oh mein Gott! Dich kenne ich!
Vom Anfang des Spiels. Es ist gut 15 Stunden mittlerweile her, aber ich kenne dich. Ulina hat mir alles erzählt. Und in Kakariko habe ich die Kinder auch schon getroffen. Sie haben mir natürlich alles von deinen Heldentaten berichtet. Vielen Dank, Hering. Ich weiß nicht, was ohne dich mit Colin passiert wäre. Er hat sich ganz schön verändert. Tja, und da dachte ich, ich sollte mich auch irgendwie nützlich machen, damit er stolz auf mich ist. Weißt du, Thelma und ich, wir sind alte Bekannte. Im Moment versuchen wir noch etwas herauszubekommen, aber wenn es soweit ist, wirst du sofort informiert. Das ist toll. So, jetzt ist noch was. Im Moment versuchen wir bla. Okay, sagst du noch was Neues? Wie geht's eigentlich der kleinen Ilja? Ich bin sicher, Leonard wird eine Methode finden, ihre Erinnerung zurückzubringen. Aber du solltest dich erstmal um die dringenderen Dinge kümmern, die anstehen. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, solltest du dich einmal mit Reffler treffen. Er ist einer von uns. Er stellt gerade Nachforschungen über die Gerudo-Wüste westlich von Hyrule an. Jedenfalls ist er nicht hier. Auf der Karte auf dem Tisch ist eingezeichnet, wo du hin musst. Jo, ist jetzt hier auf unserer Karte tatsächlich. Hyliasee, da müssen wir als nächstes hin. Und ich glaube, das machen wir auch als nächstes. Und dann werden wir den süßen kleinen Raffler treffen, der vielleicht gar nicht so süß und klein ist. Ich weiß gar nicht, wer Raffler ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese Person ist auch mal wieder komplett aus meinem Gedächtnis verschwunden. Ah ne, eine Sache wollen wir noch ganz kurz. Wir gucken mal kurz, ob der Laden mittlerweile auf hat. Wo wir doch vorhin, ja, das sieht gut aus. Mittlerweile sind hier sogar überall Leute und ja, mein Gott, das ist schön. Die laufen hier so rum und die freuen sich und die gehen ihren Geschäften nach und die wollen nicht mit mir reden und das ist toll und schön und ich will jetzt rein. Lass mich rein. Ich bitte um Entschuldigung. Du kommst. Du kommst. Ja, ich komme gleich. Ich komme dir auch gleich. So, gut. Ja, dann halt nicht. Macht in dem Sinne aber nichts. Wir machen dann hier demnächst weiter. Wir gucken uns als nächstes den Laden an. Ich werde dann einfach hier ein bisschen warten. Große Geldbörse, großer Köcher. Der heutige Tag hat sich eigentlich gelohnt. Wir haben Hyrule-Stadt gesehen. Hat ziemlich lange gedauert, dieser Städtebummel, glaube ich. Aber es war lohnenswert, wichtig. Jetzt haben wir die Stadt zumindest mal gesehen. Ihr habt die Stadt gesehen. Ich habe die Stadt jetzt auch mal wieder gesehen. War für mich jetzt auch ein kleines bisschen was Neues. Also, beziehungsweise jetzt konnte ich mich mal wieder ein bisschen besser orientieren. Jetzt habe ich mal wieder gesehen, wo ist das? Und aha, da ist ein Laden und so. Und da ein Bettler, muss ich noch wachen. Und Star Challenge und so weiter und so fort. Kann man tolle, viele Sachen machen. Alles in allem ist die Stadt nett. Nicht überragend, aber nett. Wie gesagt, ein bisschen mehr Interaktion hier und da hätte dem Ganzen vielleicht gut getan, aber mein Gott, ja. Hyrule ist jetzt so in Twilight Princess, wie es ist und wir wollen nicht rummeckern, also wir wollen nicht rummeckern, was das Ganze so jetzt so angeht und wir sind glücklich und zufrieden und beim nächsten Mal machen wir weiter. Wir gehen dann in den Laden, wir treffen Raffler und vielleicht gehen wir dann sogar auch schon in die Wüste. Mal gucken, wie ich Zeit und Lust habe und so weiter und so fort. Ich war der Heron Ray. Das war Twilight Princess für heute und wir sehen und hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich jedenfalls freuen. Heron Ray sagt Tschüss mit Ö und hoffentlich bis bald.